Meditationen zusammengestellt, wie wir mit Ayurveda Angst besiegen können. Muss man uns natürlich erstmal darüber klar werden, was ist überhaupt Angst. Ich nehme mal an, dass jeder sich ein bisschen auskennt mit Ayurveda. Wer hat noch nie was davon gehört? Gott sei Dank. Dann können wir uns erstmal auf die Angst konzentrieren. Was ist Angst? Jeder hat schon mal Angst gehabt. Ja? Wir haben so einen Unterschied auch zum Thema Furcht. Kann sich jemand vorstellen, was so der Unterschied zwischen Angst und Furcht ist im deutschen Sprachgebrauch? Also die Furcht hat auf alle Fälle immer ein Objekt. Also ich fürchte mich vor irgendwas Besonderem. Und die Angst kann sehr unbestimmt sein. Jeder, der schon mal unbestimmte Ängste gehabt hat, weiß das. Und ich glaube, jeder hat schon mal ein bisschen Angst gehabt. Wir haben natürlich Definitionen für alles. Es gibt da weitreichende Definitionen. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass die Angst natürlich ein biologisches Reaktionsmuster ist, um Gefahren und Bedrohungen wahrzunehmen, zu bewältigen und auch um sie zu vermeiden. Ja, das ist ganz wichtig in unserer Frühgeschichte, dass wir nicht ganz furchtlos zum Säbelzahntiger gegenübergestanden sind, sondern dass wir gewusst haben, boah, jetzt wird es aber langsam Zeit, dass ich wegkomme. Dass wir bestimmte Reaktionsmuster gehabt haben, um wirklich Gefahren zu vermeiden und auch davon zu laufen. Und Angst löst eine Alarmreaktion im Körper des Menschen aus, die ihn auf Höchstleistungen vorbereitet und ist die treibende Kraft eben für Flucht oder auch Kampf. Das heißt, es ist was mit dem vegetativen Nervensystem, was wir schlecht beherrschen können, noch. Weil als Yogi lernen wir ja eigentlich, dass wir auch das vegetative Nervensystem beherrschen sollen und können. Aber das ist eben dann auch eine Herausforderung, wie gehe ich damit um, wenn sowas in mir aufsteigt. Vielleicht tragen wir mal zusammen so ein paar Symptome, was passiert, wenn ich Angst bekomme. Hat jemand so eine Angstsituation im Kopf? Was habe ich so für Gefühle? Was passiert in meinem Körper? Fällt jemand was ein, was so dann auftritt? Ja, Herzklopfen, ganz wichtig, genau. Genau, Schwitzen. Stockender Atem. Genau. Noch irgendwas? Ja, Pupillen verändern sich. Ungutes Gefühl im Solarplexus. Hier ein ungutes Gefühl, genau, das kann also bis zu Bauchkrämpfen gehen, ne? Bauchschmerzen, Übelkeit, viele Leute haben Erbrechen mit Angst, haben Durchfall auch, ja? So vegetative Symptome, Mundtrockenheit. Gut, also einige von euch sind Experten. Angst wird zur Krankheit, wenn die mögliche oder tatsächliche Bedrohung in ihrer Gefährlichkeit überschätzt werden, zum Beispiel bei Spritzenangst. Oder bei Agoraphobie. Agora ist der Platz griechisch und Phobie ist eben die Angst, die krankhafte Angst, die Angststörung. Das heißt, die Angststörung, auf einen Platz zu gehen, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das heißt, wir ziehen uns in der Angst zurück. Und die Angst ohne konkrete Gefahr und Bedrohungswahrnehmung wird dann zur Panikattacke, die meistens sehr schnell wieder vorbeigeht, aber in dem Moment eben sehr, sehr, sehr bedrohlich wirkt und die Leute wirklich Angst haben, auch bis hin die Angst zu sterben. Symptome haben wir jetzt gerade schon zusammengetragen. Typischerweise sind es auch eben Beklemmungsgefühle, die wir haben, und ein Beklemmungsgefühl, die Enge in der Brust, signalisiert uns als Menschen immer im limbischen System, oh, es ist Lebensgefahr da. Ja? Also die Angst kann sich steigern und natürlich ist es für uns als Ärzte auch das wichtig, dass wir das wahrnehmen, wenn der Patient uns erschildert, er denkt, er kommt um in der Situation. Wobei man natürlich als Arzt daneben steht und sagt, du kommst nicht um. Es geht vorbei und es flaut wieder ab und es passiert eigentlich nichts. Also normalerweise kriegt man in der Angst keinen Herzinfarkt und man stirbt auch nicht daran. Aber es ist natürlich, als wenn ich es als Panikattacke habe, trotzdem genau dasselbe Gefühl. Genau dasselbe Gefühl, bis hin zu diesem Gefühl jedenfalls, ich hätte einen Herzinfarkt oder ich habe eine Lungenembolie oder man denkt sich sonst irgendwas, weil die Symptome so stark sind, dass man sich gar nicht mehr auskennt. Und dann ist natürlich unsere Frage im Ayurveda, wie bekämpfe ich das akut und was mache ich, dass jemand gar nicht mehr in diese ganzen Symptome hineinfällt.
Es kann also Bewusstseinsstörungen geben, das Gefühl, verrückt zu werden, das Gefühl, dass Dinge unwirklich sind, dass man selbst nicht richtig da ist, dass man nicht mehr die Kontrolle über die eigenen Gedanken hat, die Benommenheit, die Angst zu sterben und das allgemeine Vernichtungsgefühl. Und das ist klar für uns alle hier, dass das so stark ist, dass wir uns schon, oder wir Ärzte, vor 5000 Jahren darum gekümmert haben. Also alle diese Gefühle sind beschrieben worden und sie sind natürlich auch versucht worden zu behandeln. Die Frage ist, woher kommt die Angst? Also es ist ein wichtiger Reflex, haben wir schon vorher gesehen. Aber wenn wir zu viel Angst haben oder unsere Angst nicht mehr kontrollieren können, ist es eine Vata-Störung, wie wir im Ayurveda sagen. Und damit kommen wir sehr viel umfänglicher an die Behandlung, als wir das in der Schulmedizin können. Ja? Sie wissen alle, in der Schulmedizin haben wir die Möglichkeit, die Angst zu dämpfen mit Valium oder langfristig eben mit verschiedenen Antidepressiva, die wir geben, Serotonin, Wiederaufnahmehemmer nennt man die auch, Citalopram zum Beispiel und Valium und Citalopram haben alle beide sehr große Nebenwirkungen, das heißt, wir werden in unserer normalen Funktionsweise auch eingeschränkt. Aber wenn wir wissen im Ayurveda, es ist einfach eine Vata-Störung, dann können wir schon von Anfang an ganz viel tun, um Vata wieder zu verringern. Wir sagen, normalerweise heißt die Angst Vaya, aber die Angststörung im Sanskrit ist Chittodvega. Das heißt eine Erregung des Geistes. Ja? Chitto, Chitta ist der Verstand, der Geist und Dvega die Erregung. Und wenn man sich das jetzt hier nochmal anschaut, die fünf Elemente zu den Doshas, dann sehen wir, dass Raum und Luft besonders Vata bilden. Jedes Element ist in jedem Dosha enthalten, aber besonders Raum und Luft für Vata. Und wenn ich da eine Steigerung habe von Vata, dann habe ich auch immer mehr Chancen, Angst zu entwickeln. Und umgekehrt, wenn ich Vata beruhige, habe ich immer mehr Chancen. Jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Freund ist. Hier. Vata zu verringern und das mache ich, indem ich normalerweise Wasser und Erde, also Medizin, die diese Elemente hauptsächlich hat, gebe, um Kapha zu erhöhen und Vata wieder zu vermindern. Also das ist so ganz simpel. Ja, ich werde mich nicht in Raum und Luft begeben. Das heißt, ich werde jetzt zwar, wie wir gerade gehört haben, natürlich gerne mal zum Beispiel meditieren als Vorbeugung, aber in dieser direkten Erregung habe ich keine Chance zu meditieren, weil das stärkt ja auch Raum und Luft und das würde Vata auf alle Fälle erhöhen, sondern dann würde ich mich lieber in ein warmes Bad legen, einfach in warmes Wasser und weiß dann sofort, senkt sich natürlich das Vata und sofort geht auch mein Angstgefühl zurück, wenn ich überhaupt dazu komme, zu handeln. Ja? Das kann ja so stark sein, dass ich gar nicht handeln kann. Ja, durch was wird denn Vata alles erhöht? Wo muss ich dann besonders aufpassen, wenn ich in einem Angstzustand bin? Also Hunger und Durst, das sind so natürliche Stressoren, die alle Vata erhöhen. Lärm, Kälte, grelles Licht, Schmerzen, starke Mundtrockenheit, klar, die habe ich dann eventuell auch schon. Rohe Nahrung, unbekömmliche Nahrung, schnelle Fortbewegung, viel Sprechen, Zeitdruck, Unterdrückung natürlicher Bedürfnisse, alles das sind die Punkte, die ich sowohl vermeiden, schon eben vermeiden kann, damit der Vata gar nicht erst hochgeht, damit meine Angsterkrankung besser wird. Und natürlich sollte ich gerade in der Situation das nicht machen. Also nicht anfangen zu fasten oder gar nichts zu essen, nicht gar nichts trinken, den Mund befeuchten zum Beispiel ist ein wichtiger Punkt. Auch nicht einfach nur was Rohes essen, sondern dann eine warme Suppe kochen, damit ich das Vata wieder runterbekomme, heißen Tee zumindest trinken. Dann nicht wie wild umeinander fahren, sondern Ruhe bewahren, ruhig bleiben, jemand vielleicht holen, der mich kennt, der mich zur Ruhe bewegt. Auch nicht viel sprechen, sondern einfach Ruhe bewahren. Und in dem Moment ist ja klar, Zeitdruck
macht mehr Stress, aber hat dann natürlich keine vorbeugende Wirkung, wenn ich gerade in der Angstattacke bin. Wo können wir jetzt überall ansetzen? Natürlich präventiv, ganz klar im Geist. Angst erfordert immer eine Behandlung in der Gesprächstherapie, in der Verhaltenstherapie. Warum? Weil ich ja normalerweise die Angst so entwickle, dass ich ein schlechtes Gefühl habe zu irgendwas und dann meistens ist es zuerst ein Objekt. Also sagen wir mal Spinnenangst, das kennt fast jeder. Ich habe zuerst Angst vor einer Spinne und jedes Mal, wenn ich eine Spinne sehe, laufe ich weg. Das heißt, ich vermeide das und habe dann das Gefühl, okay, die Angst ist nicht da. Mit den meisten Angstsituationen gehe ich in eine Vermeidungssituation. Ich habe zum Beispiel Angst, in der Öffentlichkeit zu reden, dann vermeide ich das einfach. Das heißt aber, in meinem Geist oder in der Abspeicherung wird das Verhalten gestärkt, dass ich es vermeide. Ja, weil dann habe ich keine Angst. Also werde ich das nächste Mal wieder vermeiden, habe ich wieder keine Angst. Das heißt, ich ziehe mich immer weiter zurück. Das typische Verhalten bei der Angst ist, dass ich mich zurückziehe. Ich vermeide Spritzen, ich vermeide Spinnen, ich vermeide Plätze, ich vermeide es, nach außen zu gehen. Alles das wird einfach weggedrängt und das heißt, ich habe eine Vermeidungsstrategie, die mich einsamer macht, die mich nicht in meinem vollen Potenzial leben lässt. Und das ist ja gerade das, was wir dann behandeln müssen. Und da kann jetzt Ayurveda nur sagen, mach es, geh in eine Verhaltenstherapie, geh in eine Gesprächstherapie. Alles das, was ich heute anbieten kann, ist hauptsächlich auf der Seite des Körpers. Ja? Das ist ayurvedisch. Aber gerade nochmal zum Geist und zur Seele. Das heißt, wir sagen sehr stark, auch im ayurvedischen Sinne, geh in die Situation rein. Das heißt, zum Beispiel jetzt bei einer Spinnenangst, schau dir mal Bilder einfach nur an. Schau dir an und pass auf, was passiert mit dir und stell dir ein Glas heißes Wasser hin, stell dir ein bisschen Öl hin, Öl vermindert immer Vata, da kommen wir gerade noch dazu. Und dann versuch dir das einfach mal anzuschauen, erstmal nur ein Bild, dann vielleicht ein Video, wie so eine Spinne krabbelt. Es gibt sicher gerade zur Insekten- und Spinnenangst Erfahrungen aus unserer Menschheit, die wir alle abgespeichert haben, wo Spinnen sehr, sehr giftige Tiere waren. Heutzutage sind Spinnen keine giftigen Tiere mehr. Selbst eine Vogelspinne, glaube ich, muss 50 Mal beißen, damit ich überhaupt eine so starke Reaktion habe, dass ich jetzt nochmal in eine gesundheitliche Schwierigkeit bekomme. Ja? Also trotzdem ist es abgespeichert und was ich tun kann, zum Beispiel da ist, ich gebe mich in die Situation in einem geschützten Raum rein. Und die ganzen verhaltenstherapeutischen Arten von Therapie sind ungefähr so aufgebaut, dass ich mich langsam mit der Situation konfrontiere, um sie langsam auch loszuwerden. Ängste sind unser Motor in unserem Leben. Jeder hat irgendwelche Ängste, es gibt 11 Grundängste ungefähr und wir versuchen damit zurechtzukommen. Unsere Seele hat sich das als Aufgabe genommen, darüber zu kommen. Wir wollen sie nicht in das nächste Leben, wenn es überhaupt eins gibt, mit reinnehmen. Das heißt, arbeiten sie dran. Also verhaltenstherapeutisch ist es auf alle Fälle sinnvoll, sich jemanden zu suchen, einen Therapeuten, der da mir sagen kann, wie gehe ich in der Situation mit um und wie komme ich langsam, wenn ich jetzt gerade keine Panikattacke habe, wenn ich gerade kein Angstgefühl habe, wie komme ich dahin in eine Situation, dass ich langsam mich daran gewöhne. Weil es einfach eine Situation ist, die in meinem Kopf passiert und ich muss mich aus der Vermeidung raus in die Offensive sozusagen begeben und es funktioniert. Es gibt einen sehr guten Film, den ihr vielleicht gesehen habt, über diesen King George, der eben ein Stotterer war und nach draußen gehen musste und reden musste, wie er das gelernt hat. Und genau so passieren die meisten Therapien. Aber um sich stark zu machen körperlich, gibt es eben eine ganze Menge Sachen, die wir im Ayurveda anbieten können. Und die betreffen natürlich die allgemeinen Tipps, um Vata zu beruhigen. Das heißt heißes Wasser, ja. Heißes Wasser ist unser Ayurveda-Champagner. Das ist auf alle Fälle eine sehr gute Therapie. Wasser wird normalerweise ja in verschiedenen Daseinszustandsformen hier angeboten. Wenn wir es kochen, wird es einfach lebendiger. Wasser liegt in normalerweise Kettenform vor, nicht im H2O,
sondern H30O15 mindestens, sagen wir mal so. Also die Wassermoleküle sind stark aneinander verknüpft. Und wenn ich sie koche, wenn ich Wasser koche, dann werden die Moleküle immer feiner und sie dringen in die feinsten Gewebeteile ein. Und sie können dort Schlacken lösen und sie können dort eben das Vata-Dosha binden. Das Vata-Dosha ist ja Luft und Raum. Und man kann sich so vorstellen, das einzelne Wassermolekül bindet sich an Luft und Raum, macht es ein bisschen schwerer, bringt es wieder zurück. Ja, also wir steigen innerlich nicht so auf, sondern wir kommen einfach zur Ruhe. Und das kann man ziemlich schnell merken. Das heißt, das Wasser den ganzen Körper wieder erdet. Warum trinke ich nicht gleich Tee? Das kann man auch tun. Es gibt sehr viele gute Tees, die wir haben im Ayurveda zum Thema Angst. Aber das heiße Wasser morgens, das bringt mich einfach nochmal in mich selber rein. Dadurch, dass es einfach das Vata im Körper sammelt, bindet. Ich habe vielleicht einen schlechten Traum gehabt, ich habe nicht so gut geschlafen, fühle mich noch nicht fit. Wasser belebt uns und bringt uns dann wieder zu uns selber. Das nächste ist ganz klar leicht verdauliches, warmes Essen. Vata wird erhöht durch rohes und raues, und wenn ich eine Angststörung habe oder Angsterkrankung habe oder auch nur ab und zu Panikattacken habe, ist es wichtig, präventiv, also vorbeugend schon, wirklich möglichst viel warm und gekocht zu essen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Man kann immer noch eine Handvoll frische Kräuter nehmen, weil Kräuter viel Mineralien haben. Kräuter sind dann leicht verdaulich. So eine Handvoll übers Essen ist auf alle Fälle eine ganz gute Sache, weil ich dann viel Kalzium, Magnesium und vielleicht auch Selen habe, was in Kräutern drin ist, das einfach gut wirkt für meinen Geist. Aber regelmäßig sollte ich leicht verdauliches, warmes Essen essen. Auch das Obst, sagen wir im Ayurveda, sollte gut gereift sein. Reifes Obst, kein rohes Obst, eine Handvoll Obst. Und der Rest ist Gemüse. Gemüse kann ich immer in großen Mengen essen. Gemüse halten wir natürlich auch in verschiedenen Ebenen für mehr oder weniger gut Vata reduzierend. Je mehr es Knollen sind, unter der Erde wächst, umso mehr reduziert das Vata, außer jetzt Kartoffeln. Normale Kartoffeln haben so viel Zusammenziehendes, dass sie Vata wieder erhöhen, deswegen Kartoffeln nicht am Abend. Ein sehr gutes Gemüse, um Vata zu beruhigen, ist zum Beispiel Okra, Ladyfinger oder Fenchel. Das Kürbisgemüse, das beruhigt sehr gut Vata. Oder auch Sellerie. Würden Sie denn sagen, dass Obst auch immer gedünstet oder für Vata? Ganz, also wenn es ganz reif ist und nicht zu viel ist, reicht für Vata auch eine Frucht ungedünstet. Wenn es sehr stark ist, die Erkrankung, wenn ich merke im Puls, das Vata ist sehr hoch, dann gebe ich auf alle Fälle auch gedünstetes Obst und gebe da auch noch Gewürze dazu, damit das Vata gut reduziert wird. Das Gemüse ist so die Hauptnahrung, die ich haben sollte, wenn ich eine Vata-Erkrankung habe. Natürlich brauche ich auch meine Handvoll Getreide. Also wir sagen immer so, eine Handvoll pro Mahlzeit, das ist so das, was ich essen soll. Dazu ist es das meiste natürlich Getreide von dieser Handvoll. Wenn ich genau so viel Getreide in meine Hand nehme, wie ich selber mit der Hand fassen kann, dann ist es genau die richtige Menge, die ich brauche. Ja? Wenn ich zum Beispiel das koche, jetzt bei meiner Hand weiß ich, sind es 35 Gramm Maximum, zwischen 35 und 30 Gramm. Eine normale Kochregel heißt 60 Gramm Beilagen. Also wenn man eine große Hand hat, sind es vielleicht 60 Gramm, aber das reicht normalerweise als Getreide. Und im Ayurveda sagen wir ja eigentlich, dass einmal Essen am glücklichsten macht. Aber wir essen gern zweimal natürlich, weil Essen macht auch Spaß. Und für Vata-Störungen gilt es aber wirklich mindestens zweimal am Tag warm zu essen. Ja, nicht nur einmal. Ganz wichtig ist natürlich, für regelmäßigen Stuhlgang zu sorgen. Vata hat seinen Hauptsitz im Dickdarm. Und nur wenn der Stuhlgang ordentlich funktioniert, weiß ich, dass das Vata auch ordentlich seinen Durchlauf hat von oben nach unten und wieder ausgeschieden wird und nicht zu hoch steigt. Ja. Wie sorge ich jetzt für ordentlichen Stuhlgang? Natürlich gekocht, die Nahrung ist am besten verdaulich in dem Fall bei Vata. Ich muss super gut kauen, das ist der wesentliche Punkt. Ja, das Kauen verbindet sozusagen alle Kohlenhydrate, die auch
in den Pflanzen sind, die Zellulose, die dort in den Zellwänden sitzt, mit der Amylase, dem Speichel aus den Speicheldrüsen. Und die Amylase allein macht es wirklich so verdaulich, dass ich die Kohlenhydrate auch wirklich gut verwerten kann. Weil im Magen werden meine Eiweiße zerlegt, über die Leber und die Bauchspeicheldrüse zerlege ich dann aufgeschlossene Kohlenhydrate und Fette. Und alles, was vorher nicht praktisch gekaut und zerlegt ist an Kohlenhydraten, das wandert durch meinen Darm durch bis zum Dickdarm, zum Hauptsitz von Vata. Und da im Dickdarm sitzen Bakterien, das wissen wir. Wir haben ungefähr 2 Kilo Bakterien auf uns, in uns drin. Und die warten eigentlich gern auf Kohlenhydrate. Dass diese Gärungsbakterien sind nämlich sehr vermehrungsfreudig. Und wenn wir zu viel unverdaute, also nicht gut eingespeichelte Kohlenhydrate im Dickdarm haben, dann werden die dort richtig aktiv. Das heißt, die zerlegen diese Restkohlenhydrate in Gase und in Fuselalkohol. Das ist eigentlich das größere Problem. Also die Gase, gut, die machen uns Blähungen und wir kennen das schon bei Vata-Symptomatik, wir haben einen dicken Bauch und dann gehen die irgendwann mehr oder weniger stinkend ab. Diese Winde, die die Bakterien dort alle produziert haben, aber die Fuselalkohole gehen direkt über die Darmwand in das Blut, Methanol, Propanol, Butanol und gehen über diese große Hohlvene direkt in die Leber. Und dort in der Leber kann das mal lässig so viel sein wie ein Stamperl-Schnaps. Ja? Also es würde jeder sicher hier unterschreiben, dass ein Stamperl-Schnaps am Tag nicht gut ist. Aber was unsere Darmbakterien dort produzieren, kann leicht mal diese Menge erreichen. Das heißt, wenn ich das Verdauungsfeuer nicht wirklich super hoch habe oder ich habe schon eine Vata-Störung, dann bringt mir das unverdaute, nicht gut gekaute Kohlenhydrat im Dickdarm nochmal eine extra Portion Alkohol. Und das ist natürlich nicht gut. Auch nicht bei der Angsterkrankung. Deswegen ist das Wesentliche natürlich das, was ankommt von der guten Nahrung, die ich esse. Und selbst wenn ich einen Smoothie mache, sage ich immer, unbedingt kauen. Ja? Das heißt, das kann man nicht einfach so runterkippen. Das grüne Getreide, das grüne Gemüse, was ich da zerlegt habe, zwar in meinem Mixer, hat immer noch Reste von Zellverbänden und Reste von Zellulose aus der Blattoberfläche, gerade bei grünen Blättern. Und diese Blattoberfläche ist super schwer zu verdauen. Und das ist die Gefahr, wenn ich es mir nur zerkleinere, dass ich es nicht richtig mit Speichel vermische. Und die Amylase im Speichel ist aber wesentlich dafür, dass diese Zellwände aufgeschlossen werden und dass ich nicht die Blähungen dann im Bauch habe. Also ich denke, jeder hat es schon mal erfahren, nach so einem halben Liter Smoothie, dass er absolut Blähungen bekommen hat. Es ist natürlich so, die Leber produziert immer mehr Enzyme, wenn ich mich gewöhne an bestimmte Nahrungsmittel und stellt sich darauf ein, welches Enzym braucht denn derjenige gerade, je nachdem, was man isst. Ja? Also ich kann jetzt auch nicht sofort einen Schweinsbraten essen und den gut verdauen und umgekehrt kann ich auch nicht sofort total Rohkost essen und das gut verdauen. Das heißt, der Körper muss sich langsam darauf einstellen. Und das Wesentliche bitte ist, also gerade wenn ich Vata-Störungen habe und Angst ist eine Vata-Störung, einfach gut zu kauen und dafür zu sorgen, dass dadurch auch mein Stuhlgang regelmäßig wird. Man kann das unterstützen, zum Beispiel mit Trifala. Trifala ist eins der besten Rasayanas seit tausenden von Jahren, das eben den Stuhlgang, und nicht den Stuhlgang, sondern den Darm unterstützt in der Verdauungsleistung. Aber das Wesentliche ist eben, dass die Kohlenhydrate zerkaut schon ankommen im Dickdarm, sonst habe ich nichts davon. Ja, und dann nehme ich normalerweise auch die Mineralstoffe und Vitamine aus meiner Nahrung super gut auf, wenn ich sie gut kaue. Es kann notwendig sein, gerade wenn ich mich jetzt vegan oder vegetarisch ernähre, dass ich Vitamine dazugebe, zum Beispiel die B-Vitamine. Also da sollte man nicht zu zögerlich sein. Es gibt gute Präparate. B-Vitamine in kompakter Form stoßen leicht immer auf. Aber gerade fürs Nervensystem sind die unabdingbar und deswegen ganz wichtig bei Angsterkrankungen auch darauf achten, einen guten B-Vitaminspiegel zu haben. Wir sagen als Mediziner, dass wir ungefähr 200 Nanogramm im Blut wenigstens haben sollen und das ist erreichbar, wenn man jeden Tag eine Tablette isst. Allerdings muss man es ab und zu kontrollieren. Also spätestens alle 2 Jahre sollte man gehen
und das Vitamin B12 im Blut checken lassen. Ja? Die anderen B-Vitamine kann ich mir durchaus auch über Vollkornprodukte, Avocado, Nüsse holen, aber das Vitamin B12, was wichtig ist für das Nervensystem, muss ich mir zufügen und das sollten Sie auch tun. Ansonsten natürlich Zink und Magnesium. Es gibt genügend Mineralien auf mineralstoffreichen Böden. Wir haben in Bayern zum Beispiel Joditmangel, das heißt, dass auch Jod ist ganz wichtig bei der Angsterkrankung, weil wir brauchen auch eine funktionierende Schilddrüse, um Angst zu besiegen oder besiegen zu können. Also auch die Schilddrüse müssen wir unbedingt untersuchen. Eine Unterfunktion oder Überfunktion der Schilddrüse macht Vata-Symptome. Und wir brauchen unbedingt eine gut funktionierende Schilddrüse. Also wenn ich Störungen habe in der Richtung, muss ich mir überlegen, habe ich genügend Mineralien, funktioniert meine Schilddrüse, esse ich gut genug und kaue ich gut genug, trinke ich heißes Wasser, esse ich warm. Also das sind so die Grundvoraussetzungen, ohne die ich jetzt eine Angsterkrankung nicht wirklich ohne Medikamente behandeln kann. Ja? Haben Sie noch eine Empfehlung für ein gut verträgliches Vitamin B-Präparat? Also ich gebe immer Vitamin B-Komplex Forte von Hewert. Hewert ist eine naturheilkundlich arbeitende Firma und das Präparat kann ich empfehlen, aber es gibt auf alle Fälle, es gibt zum Beispiel von Ringana ein Präparat, wo sie auf Vitamin B produzierender Hefe Quinoa züchten und diese Quinoa-Keime sind sehr Vitamin B-haltig, Vitamin B12-haltig und das ist ein sehr gutes Präparat, aber auch super teuer natürlich, weil die Produktionsweise sehr, wie soll man sagen, ausgefeilt ist. Ja. Also das kann man, von Ringana gibt es da was rein pflanzliches Vitamin B12. Wie heißt die Ringana? Ringana. Ja. Und die andere nochmal? Hewert, Hevert. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, in der Kombination ist dieses Omni-Vegan, was hier auch mehrere Leute essen, auch ein sehr gutes Präparat, was auch, glaube ich, ausreichend Vitamin B in den Tabletten hat. Omni-Vegan. Ich weiß da die Firma nicht, aber das gibt es im Internet auf alle Fälle. Ist da Eisen auch dabei? Beim Omni-Vegan, ja. Also da muss man immer drauf achten, auf eine ausreichende Nährstoffzufuhr. Also haben wir das gesprochen, Vata reduzieren ist Angst reduzieren. Wir wissen, dass Süßes Vata senkt, deswegen haben wir, wenn wir Stress haben, auf alle Fälle immer Hunger auf Süß. Ja? Dann ist die Frage, was lege ich mir hin, dass ich etwas Süßes im Notfall habe, dass ich nicht kiloweise Schokolade essen muss, die mir vielleicht doch auch nicht so gut bekommt, weil weißer Zucker zumindest oder überhaupt reiner Zucker bindet wiederum B-Vitamine. Ja, der braucht sehr viel Stoffwechselkraft, sehr viel Basen im Körper, die ich anderweitig gut brauchen könnte, um verstoffwechselt zu werden. Auch Salziges und Saures reduziert Vata. Das heißt, Chips sind da genauso gut wie Schokolade. Das haben viele sicher schon erfahren. Es ist unser Problem in der normalen Gesellschaft, dass das, was so schnell mal hergeht an Fertignahrung, natürlich so konzipiert ist, weil es Vata reduziert. Ja? Warum gehen Leute zu McDonald's? Weil alles, was da drin angeboten wird, eigentlich Vata reduziert, außer dass ich es stresshaft einnehme. Es ist alles süß. Ja? Die Semmel wird süß gemacht, der Ketchup ist süß, das Fleisch wird gesüßt, der Salat hat eine süße Soße. Die Tomaten werden eingezuckert, also es ist da im Prinzip alles süß und es ist warm und fettig und das ist immer waterreduzierend und deswegen ist es für viele einfach so das Schnellste, was satt macht und waterreduziert, was sie eben so auf dem Weg haben können. Ja? Was sind das für Chips? Was für Chips? Also es gibt tolle tolle Bio-Chips, die man essen kann. Es gibt Süßkartoffelchips, die sind super, um Vata zu reduzieren. Also wenn man kein Problem mit dem Gewicht hat, dann kann ich dazu ermutigen. Süßkartoffelchips, die sind schön salzig und biologisch. Aber trocken ist nicht so gut für Vata. Ne? Richtig, aber fettig aber sind die ja. Fettig, ja. Genau, also Chips sind auf alle Fälle fettig, da muss man keine Angst haben. Gut.
Gut, dann natürlich, wenn man Süßes, Salziges und Saures nicht als erste Wahl haben will, um Watte zu senken, dann nehme ich natürlich Ruhe, Wärme, Öl und Regelmäßigkeit. Ja, alles, was man regelmäßig tun kann im Zustand, wenn ich Angststörungen habe, ist eine ganz gute Idee, zum Beispiel regelmäßig sich mit seinem Angstobjekt oder das, wovor man vielleicht Angst hat, zu beschäftigen. Wenn man gar nichts hat, wenn so eine diffuse Angst in einem auftritt, dann muss man es einfach so behandeln mit der Gesprächstherapie. Aber die Grundlage schaffen mit Regelmäßigkeit, ja, dass man sich wirklich ein regelmäßiges Leben zulegt, so wie wir es hier im Ashram auch gut üben können. Regelmäßige Abläufe von Meditation, von Nahrungsaufnahme, von Aktivität, dass dieser Wechsel zwischen Ruhe und Aktivität möglichst regelmäßig ist. Ja, und die Öle, dazu kommen wir jetzt gleich noch, die sind natürlich das Alleinstellungsmerkmal im Ayurveda und ich habe sie mir natürlich gerade, wenn ich hier bin, nochmal angeschaut. Es ist tatsächlich so, dass die wenigsten Öle vegan sind. Es ist immer in den guten Ölen irgendein tierischer Bestandteil drin. Ich werde Sie darauf hinweisen, aber es ist halt einfach mal so, dass die jahrtausende alte Erfahrung, die Öle so zusammenzustellen, wie sie jetzt eben sind, auch in meinem Wissen super toll wirkt. Und alles andere müssen wir neu ausprobieren, was uns nicht abhalten soll. Ich mache jetzt einfach mal die Vorschläge, die Ayurveda macht. Und dann kann man sich das immer noch überlegen. Also Wärme ist noch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja schon das heiße Wasser. Wir sollten dann warm genug angezogen sein, daran denken, dass wenn Angststörungen immer wieder aufkommen, dass ich immer warme Füße habe. Ja. Warme Füße kriegt man auch so, indem man eine regelmäßige wenigstens Fußölmassage sich angedeihen lässt, vorm Schlafengehen zum Beispiel oder vorm Tagesbeginn, nach dem Aufstehen, ein bisschen Sesamöl auf die Hand und dann die Fußsohle damit reiben, 36 Mal, alte Akupressurregel. Und die Zehen ein bisschen ausziehen und die Ferse ein bisschen einölen. Das darf so wenig Öl sein, dass es drauf bleiben kann, dass ich es nicht wegwaschen muss und dass die Socken nicht alle nach Sesamöl stinken. Ein guter Ersatz für Sesamöl ist immer Mandelöl. Mandelöl ist noch feiner, ist auch sehr viel teurer. Aber wenn man jetzt Sesamöl den Geruch nicht mag, kann man also Mandelöl nehmen. Und diese Sesamölmassage der Füße ist so das Erste, dass die Füße immer warm sind, dass die Hände warm sind. Wenn jemand eine Vata-Störung hat, dann weiß er das auch, kalte Füße, kalte Hände. Im Angstzustand sowieso, kalte Füße, kalte Hände. Und da kann ich gut vorbeugen, indem ich eben regelmäßig die Fußsohlen öle. Also bei mir persönlich sind die kalten Hände eigentlich nach einem halben Jahr regelmäßig Sesamölmassage weg gewesen und sind eigentlich auch nicht mehr gekommen. Also außer es ist ganz kalt draußen, aber habe ich eigentlich immer warme Hände. Das heißt, ich habe es geschafft, mein Vata runter zu drücken. Gott sei Dank hatte ich noch nie wirklich eine Angststörung. Ja. Angst schon hat man mal, aber eine Angststörung, dass einem beklemmt ist und dass man nicht damit leben kann, Gott sei Dank nicht. Aber ich weiß, dass es einfach auch vorbeugend wirkt. Ich habe noch eine Frage zu der Fußmassage. Ja. Was sagen Sie zu Ghee? Das Ghee hat viele gute Wirkungen, aber es reduziert nicht so gut Vata wie Sesamöl. Weil es nicht so wärmend ist. Richtig, ja. Also das Sesamöl ist da einfach mit Mandelöl das Beste. Ups, noch eins zurück. Ich bin jetzt zu viel vorgeschrubbt. So, angstlösende Kräuter und Gewürze, die man dann speziell zum Essen mit dazu nehmen sollte. Kennen Sie alle? Er ist aus fernen Ländern Safran, Zimt und Muskat. Bei uns Jasmin, Lavendel, Baldrian. Baldrian haben Sie vielleicht schon blühen sehen, das gibt es hier auch. Gibt es auch hier im Silvaticum. Hat jemand keine Vorstellung, wie Baldrian ist? Das ist das nächste Mal. Es ist also eine deutsche Arzneipflanze. Baldrian-Tee kann man sehr gut zur Beruhigung einnehmen. Baldrian-Tropfen, die es ja auch immer gibt als Auszug, sollte man auf alle Fälle zu Hause haben, als schnelles Mittel bei Angststörungen, weil Baldrian auch, Tagara heißt es indisch, in der ayurvedischen Medizin als wesentliches Schnellmittel bei Angststörungen hilft. Und probieren Sie mal ein schönes Kräuterrezept. Sie nehmen eine Banane und lassen die in der Schale und braten die in der Schale auf dem Feuer, gern draußen, und streuen sich darüber frisch gesammelte Baldrianblüten. Das ist ein optimales Rezept gegen Angst, auch auf Dauer, also so eine optimale
Süßigkeit für oder gegen Angststörungen, Baldrian mit Banane. Ansonsten, Jasminduft ist ganz, ganz ein toller Duft, um Angst zu vermindern, und auch Lavendel. Es gibt ja auch Lavendelprodukte bei uns, Lavendelöle, also das kann man sich durchaus immer Gutes tun, wenn man den Lavendelduft in der Wohnung hat, wenn ich eine Angststörung habe. Ja, und kochen natürlich mit Safran, Zimt und Muskat. Da gibt es viele Rezepte dazu. Eins ist zum Beispiel Milch oder Mandelmilch. Speziell Mandelmilch wird bei Angststörungen und bei Vata-Störungen im Ayurveda empfohlen. Abends Milch erhitzen, eine Prise Zimt rein, eingeweichten Safran dazu. Der Safran sollte vorher immer 20 Minuten weichen dürfen. Und etwas Muskat und das Ganze dann kurz aufkochen und vor dem Schlafengehen nochmal trinken. Wenn ich so viel Energie noch über habe, wenn ich merke, jetzt kommt die Angst bald an und ich kann mir das dann gerade noch machen, ist es auch ein gutes Hausmittel. Ja. Ansonsten ist alles, was ich sage, erstmal so, dass es Vata reduziert und speziell Angst reduziert und dass man es möglichst regelmäßig präventiv macht, um nicht in Panikattacken zu kommen. Und die Heilung, das muss man auch immer wissen, geht immer in Wellen. Das heißt, eine Zeit lang geht es dann besser und dann kommt doch wieder was, egal, weitermachen. Dann geht es länger besser und dann kommt es vielleicht mal wieder. Aber man kann aus dem Gehirn diese Angst wieder rausradieren. Das ist die gute Nachricht dabei. Wir können mit der Schulmedizin nur die Angst unterdrücken, also mit Valium zum Beispiel, aber man kann mit Gesprächstherapie und ayurvedischen Mitteln die Angst wirklich wieder ausradieren. Ein ganz guter Kräutertee, den man mit zu gleichen Teilen sich selber basteln kann sozusagen, ist, man geht in den Kräuterladen und bestellt sich jeweils 50 Gramm von diesen Kräutern und mischt die sich jeweils mit gleichen Teilen. Und dann kann man damit einen Aufguss machen. Das heißt, gerne einen heißen Aufguss, kein Hima-Kaltauszug, sondern heiß. Das heißt, ein Esslöffel von dieser Mischung, die muss man immer neu wieder durchmischen, in einem halben Liter heißem Wasser 10 Minuten ziehen lassen. Und dann schluckweise trinken. Wenn es abgekühlt ist auf 25 Grad, kann man es gerne auch mit Honig süßen. Entschuldigung, das war ein Esslöffel von dem. Ein Esslöffel von der Mischung, genau. Aber wenn man es sich jetzt zusammenstellt als Tee, dann kriegt man beim Teehändler 50 Grammweise die einzelnen Zutaten und dann kann man damit. Was ist Herzgespann? Herzgespann ist ein Heilkraut. Das wirkt besonders bei Herzbeklemmung. Deswegen heißt es so und das ist damit drin. Das ist der Kräuterladenweiß. Ich könnte jetzt rausgehen, es wächst sicher auch eins draußen. Kräuterwanderung bieten wir auch an bei uns im Institut, aber jetzt gerade nicht. Aber es sollte jetzt gerade auch blühen. Weißdorn blüht jetzt auch gerade, Zitronenmelisse ist auch gerade da. Wenn Sie vorne rübergehen, haben Sie so ein kleines Kräuterbeet, kennen Sie das? Beim Übergang, wenn man dann an dem Kailash vorbeigeht. Da ist so ein kleines Kräuterbeet auf der linken Seite, da ist Zitronenmelisse. Der Baldrian, macht der abhängig, wenn man das immer nimmt? Nein, aber man gewöhnt sich dran. Macht nicht abhängig, keinesfalls. Aber man gewöhnt sich dran. Also braucht dann mehr. Leider ist es jetzt ein bisschen verschoben, wir konnten es gerade nicht noch kleiner machen. Da fehlt jetzt das wichtige A. Diese Pflanze heißt Ashwagandha. Und die ist verwandt mit Physalis. Die kennen Sie, diese kleinen roten Früchte in so einer Papierhülle. Das hier, ja. Und man nimmt die Wurzel von Ashwagandha und das ist jetzt die wichtigste Heilpflanze im Ayurveda, um Vata zu beruhigen und auch um Ängste zu besiegen. Ist anxiolytisch. Und die Winterkirsche ist Nerventonikum, sie ist angstlösend, schlaffördernd, antidepressiv, aufbauend und auch fruchtbarkeitsfördernd. Also sie nimmt nicht nur die Angst, sondern sie gibt einem so viel Mut auch, dass man tatsächlich Lust wieder hat, Lust zu leben. Aber da ist sie jetzt nicht das ist nicht ihre Hauptwirkkraft. Die Hauptwirkkraft ist tatsächlich, dass sie angstlösend ist und Nerventonikum. Und das Gute daran ist, sie wirkt eigentlich ziemlich sofort. Das heißt, wenn man sie einnimmt, zwei Kapseln zum Beispiel
am Abend regelmäßig, dann merkt man schon nach 20 Minuten, okay, sie ist wirklich schlaffördernd und sie wirkt wirklich dauerhaft gegen Ängste. Es gibt sie natürlich als Pulver aus dem Wurzelstock, aber es gibt sehr wirksam Ashwagandha Rishta, das heißt, es ist der Saft, der abgekochte Saft angesetzt als Wein. Der ist durchaus alkoholhaltig, das heißt, man trinkt den immer mit heißem Wasser, dass der Alkohol wieder rausgeht, bevor man trinkt. Das heißt, man füllt 15 ml von Ashwagandha Rishta ab und tut es in heißes, 100 ml heißes Wasser und trinkt es dann zum Essen. Dadurch wirkt es sehr, sehr schnell. Also Ashwagandha Rishta ist so ein Sofortmittel bei Panik und Angstattacken. Das zweite Kraut, das wir haben, ist Brahmi. Da halte ich ja nochmal einen Vortrag drüber, über speziell Brahmi. Das gibt es verschiedene Arten. In dem Fall ist Bacopa monieri genannt, als indisches Wassernabelkraut, was speziell in den Mischungen drin ist, die wir gegen Angst einsetzen. Zusammen mit Ashwagandha Rishta gibt es Saraswata Rishta. Das Saraswati ist der andere Name für Brahmi, weil Saraswati ist ja die Göttin der Muse und der Musik und schönen Künste und Brahmi macht uns sehr lebendig im Gedächtnis und feinsinnig, aber Brahmi ist auch angstlösend und deswegen geben wir das gerne in Kombination mit Ashwagandha. Gerne morgens Brahmi 2 Kapseln und abends 2 Kapseln Ashwagandha. Und eine dritte Pflanze gehört noch dazu, in den meisten Rezepten auch, das ist Bala, Sida cordifolia, die indische Malve. Die indische Malve heißt Bala, weil sie eben Kraft gibt. Bala, die Kraft. Kraft und Stärke ist ein Nerventonikum. Und mit dieser Eigenschaft Nerventonikum hilft sie eben bei Angsterkrankungen. Wer den Vortrag haben will, ich sehe mal fleißig mitschreiben, man kann das alles nicht gerne mitschreiben, er kann sich eintragen in eine Liste mit einer leserlichen E-Mail. Dann kann ich das zuschicken. Also hier diese beiden Arishtas, also diese Pflanzenalkohole, die wir haben, um schnell die Wirksamkeit der Pflanze weiterzubringen. Ja, jetzt kommen wir zu den wichtigen Ölanwendungen noch. Öl ist das, was Vata am besten beruhigt, ja? Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wir reden jetzt eigentlich alles von den Ängsten, Spinneangst, Aufzugangst, Panikattacke vor Plätzen. Aber wie ist denn das mit der Grundangst? Also wenn man die Angst, wenn man nicht die Panikattacke hat, sondern diese Grundangst. Allgemeines Angstsyndrom, genau. Nennt man das, ja. Angst, das einfach Angst. Ganz genau so. Jede Angst, die wir haben können, wird positiv beeinflusst durch die Maßnahmen, die ich hier vorstelle. Ja. Also wenn die Angst, wenn das Angstgefühl immer da ist, dann rate ich dringend dazu, wirklich diese Gesprächstherapie zu machen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten in der Verhaltens- und Gesprächstherapie, REM und so weiter, was zu tun. Und das muss man dann auch tun, weil es ist einfach kein schönes Lebensgefühl, immer mit Angst zu leben. Ja? Und dann je eher, desto besser. Und viele Ängste begleiten uns ja seit der Kindheit. Und ich kann nur dazu ermutigen, je eher, desto besser anzufangen mit einer Vata-reduzierenden Lebensweise plus Gesprächstherapie, um das loszuwerden. Darf ich auch noch eine Frage? Ja? Es ist ja immer Vata reduzieren, aber wenn ich jetzt eine Klientin habe, die eine extreme Kafferstörung hat, was? Ashwagandha ist Vata reduzierend, ohne dass es überhaupt das Kaffer beeinflusst. Ja? Mhm. Und wenn ich Vata reduziere, kann ich ja, mir aus vielen verschiedenen Nahrungsmitteln was raussuchen, was nicht gerade das Kaffer hochfährt. Deswegen ja zum Beispiel sage ich dann nicht, ja, ess mal schön was Süßes, nee, ja, sondern da mache ich Ruhe, Wärme, Öl, Regelmäßigkeit und es gibt eine ganze Bandbreite auch von Möglichkeiten an Gemüsen, die jetzt nicht das Kaffer gleich hochbringen und trotzdem das Vata reduzieren. Mhm. Also Gemüse zum Beispiel ist überhaupt nie Vata erhöhend und es ist Kaffer erhöhend, aber trotzdem immer Vata reduzierend. Zum Beispiel Okra, ne? Ladyfinger, mhm. Ja. Natürlich ist Melone als Frucht, wenn sie Vata reduzierend ist, kaffersteigernd. Das ist klar, dass ich dann nicht Melone empfehle. Aber tatsächlich passt es nicht zusammen, abnehmen wollen gleichzeitig und also einen starken Stress haben, zum Beispiel durch eine Angsterkrankung. Ja. Erst muss ich an die Angst hingehen, dann kann ich versuchen abzunehmen. Ja. Und das sagen wir ja auch in der Nervenheilkunde, wir wissen, dass die Nerven Fett brauchen
Und wenn man zu dünn ist, dann ist das auf keinen Fall gut für eine Nervenerkrankung. Ja? Also wie ein Hungerhaken rumlaufen wollen und gleichzeitig wie angstlos werden, das funktioniert auch nicht. Ja? Nee, ich rede hier von mehr als 100 Kilo. Also ach so, ja, mehr als 100 Kilo ist schon so, dass ich es zumindest nicht erhöhen will. Trotzdem ist es ganz wichtig, erst die Angsterkrankung zu behandeln, weil sonst kann ich nicht abnehmen, es geht gar nicht. Ist nicht möglich. Also aus meiner Erfahrung nicht. Und ich habe wirklich viel Erfahrung, gerade mit Abnehmen und psychischen Erkrankungen. Geht nicht. Aber eine wichtige Sache ist zum Beispiel noch Ölen. Und das kann man auch machen, ohne dass das Kaffer dadurch zunimmt, mit entsprechenden Ölen. Ja? Noch eine Frage? Ja, bei mir. Das dasselbe zu bitter. Aber wenn der Bittertyp Angst hat, weil das Bram ja auch das Bitter erhöht und Ashwagandha auch, würden Sie da eher das Madhukapani geben in dem Fall? Ja, zum Beispiel, aber Ashwagandha erhöht nicht das Pitta. Nicht den 2 Kapseln am Tag, was da reicht. Kann man auch längere Zeit. Da brauche ich kein Ashwagandha Rishta nehmen, weil die Arishtas natürlich das Pitta eher erhöhen. Ja, über längere Zeit, ja. Aha. Also für den Ölanwendungen natürlich Massage, dann innere Ölung, Snehapana, dann Shirodhara auf alle Fälle, die Stirnölgüsse, weil sie einfach direkt und sofort auf das Hirn wirken. Matra Basti, eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, der kleine Öleinlauf, den jeder lernen kann. Wir machen da wirklich mit unseren Patienten ganz, ganz gute Erfahrungen zu Vatererkrankungen allgemein und speziell eben psychischen Erkrankungen. Vata hat den Hauptsitz im Dickdarm, mit 50 ml Sesamöl dreimal in der Woche im Dickdarm, da habe ich Vata im Dickdarm fest im Griff, wirklich. Also das Einzige ist, dass man süchtig drauf werden kann, aber die Sucht, die nimmt man dann gerne in Kauf. Man kann einen kleinen Öleinlauf jeden Tag täglich bis zum Lebensende machen, es sei denn, man hätte jetzt eine Fistel, das ist die konkrete Gegenanzeige, akuter Durchfall und eine Fistel am Darm, aber ansonsten auch bei Hämorrhoiden, bei verschiedensten Darmerkrankungen, man kann immer Matra Basti machen mit Sesamöl und es ist immer wirkvoll. Und natürlich Nasya. Alle Öle, die ich jetzt vorstelle, kann man gut als Nasya geben. Nasya wirkt ja immer direkt auf das Gehirn. Also ich kann alle Öle, die mit Ashwagandha prozessiert sind, auch als Nasya geben. Und wenn sonst keine Möglichkeit besteht für jemanden, der viel auch reisen muss, oder gerade bei bestehender Flugangst, Nasya, ja, mit dem entsprechenden Öl. Pratimasha Nasya, bisschen Öl auf den kleinen Finger, in die Nase rein und dann nach oben schniefen, sodass praktisch das Öl langsam nach hinten wandert und es wandert dann über den Riechkolben, der so quer drin liegt im Gesicht, in den Siebbeinzellen, auch direkt ins Gehirn. Es dauert 20 Minuten ungefähr, bis wir die Wirkung nachweisen können von einem Öl. 20 Minuten sollte es immer einwirken dürfen. Also es nutzt nichts, jetzt das Öl hochzuschniffen und dann gleich wieder auszuschneuzen. Also es sollte da ein bisschen liegen bleiben. Ja? Und welches Öl würde man... Jetzt kommen wir. Gleich zu den Ölen. Okay, also Fußmassage haben wir schon besprochen. Das Ohrläppchen kneten. Das Ohrläppchen hat ganz, ganz wichtige Funktionen zum Thema Aufmerksamkeit und kann einen Patienten auch akut aus einer Panikattacke wieder rausholen. Ja? Das Ohrläppchen, besonders das rechte Ohrläppchen, kneten mit Öl gerne. Einmal pro Woche Kopfölmassage, kann einfaches Sesamöl reichen, aber besser ist es eben, diese Öle zu nehmen. Das Wichtigste ist das Bala Ashwagandhadi Öl. Das Di hinten heißt immer etc., ja? Bala und Ashwagandha sind da drin. Bala die indische Malve und Ashwagandha die Winterkirsche. Und das ist das stärkste Öl, was wir haben, was die Angst besiegen hilft. Und wie gesagt, 20 Minuten muss das Öl einwirken können. Je länger es einwirkt, umso besser, umso wirkungsvoller. Wirkungsvollste Methode ist natürlich Shirobasti. Das heißt, ich setze den Lederhut auf und lasse wirklich 2 Liter Öl auf dem Kopf wirken. Da muss man den Patienten stützen, weil das dauert keine 10 Minuten, dann knackt er weg, ja, schläft einfach ein. Aber Shirodhara haben die meisten ja schon ausprobiert hier. Mit Bala Ashwagandhadi Öl ist eine ganz super Maßnahme. Und in der Therapie machen wir es so, dass wir natürlich erstmal Ama entfernen, so eine Art Panchakarma machen, Ama entfernen, Matra Basti geben und dann die letzten 3 Tage das Shirodhara mit Bala Ashwagandhadi Öl. Man kann das für Shirodhara auch halbe-halbe nehmen, Sesamöl, Mandelöl und dann eben halbe Bala Ashwagandhadi Öl, das ist ausreichend. Das nächste Öl, was auch ein bisschen erhitzend ist, ist Danvantaram Öl.
Und eins, was ich rausgefunden habe, was keine tierischen Bestandteile hat, ist das Balatatriadiöl. Balatatriadi ist, soviel ich weiß, jetzt in Deutschland allerdings nicht im Handel. Hier die Indikationen von Bala Ashwagandhadiöl. Normalerweise alle Arten von Fieber. Das heißt, es ist zumindest aufs Pitta kühlend. Psychische Störungen, degenerative Veränderungen, Husten, verschiedene Arten von Vata-Roga und eine davon eben ist Chitta-Udvega, Angst, und Pushtidaya zur Nährung der Gewebe. Sind das jetzt alles Stirngüsse? Oder was? Nee, das Bala Ashwagandhadiöl kann man anwenden oder soll man besonders anwenden bei diesen Indikationen, bei diesen Krankheiten. Ja, wo? Am Körper? Oder? Ach so. Ich kann mir ganz normal eine Ganzkörpermassage machen. Oh, okay. Also die kleinste Anwendung, die ich habe, ist ein bisschen was in die Nase. Mhm. Dann kann ich es als Stirnauflage nehmen, ja, Shiro Picchu. Dann kann ich eine Kopfmassage machen, dann kann ich eine Ganzkörpermassage machen. Ich kann auch nur die Füße damit massieren. Ich kann auch einen kleinen Öleinlauf mit Bala Ashwagandhadiöl machen. Er ist dann stärker wirksam als nur mit Sesamöl, also Matrabasti mit Bala Ashwagandhadiöl. Und ich kann natürlich den Stirngüss machen als sehr wirksame Maßnahme. Und die Steigerung davon ist dann eben, dass ich ein Shirobasti mache, einen auf, am Kopf. Einer nach anderen? Im Versand? Also ich habe von meinem Versand, wir haben es natürlich für meine Patienten immer da, können Sie gerne einen Zettel mitnehmen, aber Sie finden das bei der Ayurveda Handelsgesellschaft genauso wie Aseva versandet nicht mehr, aber also Kalari, jedenfalls die Ayurveda Handelsgesellschaft hat es auf alle Fälle. Hm? Kalari auch. Ja, Kalari, genau. Also es gibt wirklich sehr gute Öle, in Deutschland auch zu kaufen, biologisch. Und ja, hat man jetzt, also braucht man keine Angst haben. Aber wie gesagt, ich habe vorne eine Unterschriftenliste auch da für die Leute, die es haben wollen, den Vortrag. Und die habe auch einen Zettel dabei. So. Hier nochmal die Anwendung, also die Inhaltsstoffe, dass Sie sehen, dass es wirklich schwierig ist, so ein gutes Öl auch vegan zu kriegen, weil ein ganz wichtiger Hauptbestandteil, hier ist die Abkochung von Bala und Ashwagandha-Wurzeln, ist Laksha, ja, der Saft der Schildlaus, die sitzt an bestimmten Bäumen und saugt da ihre Nahrung raus und tropft als Abfallprodukt diesen Raisin, nennt man das, also so einen harzigen Saft raus. Und dieser harzige Saft ist der wesentliche Bestandteil, dass Bala Ashwagandha am Nervensystem haften bleiben kann. Ja, das ist eine sehr klebrige Substanz und Laksha dichtet sozusagen die Nerven ab und macht deswegen so eine gute Wirkung. Ohne Laksha ist Bala Ashwagandhadiöl kein Bala Ashwagandhadiöl. Aber man kann natürlich auch mit diesen beiden eine Ölabkochung sich machen. Und dann sind da drin noch ganz, ganz viele andere Bestandteile. Es geht dann noch weiter. Da sieht man, wie viel Wissen über die Tausenden von Jahren dort eingewandert ist in die Fertigung dieser Öle, die eben immer noch nach den Originalrezepten gefertigt werden. Also es ist auf der Basis von Sesamöl. Ja, dann sind wir noch bei den letzten Punkten, bevor wir zum Ende kommen. Natürlich ist es wichtig, auch Asanas zu machen, auch Marmapunkte zu drücken bei Angsterkrankungen. Eine der wichtigsten Asanas ist die Kinnstellung, das Blatt. Oder Shavasana. Alle Drehstellungen sind gut bei Vata-Erkrankungen, Krokodil zum Beispiel. Ja. Drehsitz. Und von den Hauptpunkten her ist natürlich das Ansa, der Ansa-Mama-Punkt. Wir gehen bei Mama-Therapie immer fangen wir an mit Kshipra-Mama. Ja, Kshipra-Mama. Hier zwischen den beiden Fingern, da wo sie diese Falte am Daumen haben, legen Sie die auf die Schwimmfalte und drücken da drauf, dann sind Sie immer am Kshipra. Kshipra ist immer das erste Mama, was ich drücke für alle Erkrankungen und dann ist aber das Hauptmama, weil wir hier verspannt sind. Wir ziehen Phyllo
genetisch, also unsere Schultern hoch, wenn wir in der Angst sind, und ziehen die zu den Ohren und haben dieses Mama hier verspannt. Und das finden Sie, wenn Sie den Daumen an die gestreckten Finger legen, den Daumen dann in die Schlüsselbeingrube reinlegen, dass er bequem da drin liegt, dann über den Daumen drüber greifen, dann sind Sie mit dem Mittelfinger genau an dem Mama-Punkt und er sollte auch hübsch wehtun. Probieren Sie es mal gerade gegenseitig aus, ob Sie den richtigen Punkt treffen, weil dann wissen Sie, dass Sie richtig sind, weil der ist bei den meisten verspannt. Soll ich mal schnell, machen Sie es mal gegenseitig, dass Sie den Punkt gefunden haben. Wo haben Sie den gedrückt, wenn Sie den da hinlegen? Hier ist der Daumen. Ja, genau. Wenn man jetzt hier drückt, Achtung, locker lassen. Ja. Der ist bei jedem ein bisschen woanders. Und es lohnt sich, diesen Punkt, wir drücken den auch intuitiv, ja, um die Schultern locker zu bekommen. Wir drücken in der Mama-Therapie, die ich gelernt habe im Himalaya, das ist eine alte Mama-Schule, immer 36 Mal im Pulsrhythmus von den Patienten, also von mir selber im Notfall. Und man drückt immer nur so fest, wie man es aushalten kann, maximal so, dass man halt so sieht, die Daumenfarbe, im Daumennagel verändert sich. Ja? So fest sollte es schon sein, dass die Nagelfarbe sich kurz mal verändert. Das sollte der Druck sein. Hat jeder das Mama gefunden? Also das lohnt sich auch zwischendurch einfach immer Chipra und Ansa zu drücken. Natürlich für den Geist, wenn wir Angsterkrankungen angehen, ist es wichtig, dass ich ein Paket habe für mich, für meinen Patienten aus entweder Meditation mit Yoga oder sonst eine Entspannungskörperübung, die wichtig und gut ist, die alle Kulturen dieser Welt entwickelt haben, und da kann man eine ganze Menge Methoden sich zusammensuchen. Man sollte Spezialist sein in seiner Methode, damit man das weitergeben kann, und Yoga und Meditation und Pranayama zusammen sind sicher ganz wichtige Methoden. Ja, hier nochmal ein Bild. Chirodara aus der Senioren-Bravo, aus der Apothekenumschau. Chirodara ist eines der wichtigen Methoden. Das sollte jeder mal, der eine Angsterkrankung hat, wenigstens einmal für sich ausprobiert haben. Und Pranayama natürlich, weil Prana einfach den Geist wieder lenkt und uns zu uns selber bringt. Ja, für die Seele ermutigen Sie die Patienten zu beten, hat gerade auch Sukadev gesagt, ja. Ein Gebet auf den Lippen vertreibt einfach die anderen Gedanken. Wenn ich mich zwinge dazu, das Om Namah Shivaya einfach immer zu denken, dann habe ich einfach diesen Angstgedanken nicht. Und das ist eine wichtige Methode auch auf der ganzen Welt. Natürlich auch genießen, lachen und suchen sich Freunde. Mit Freunden zusammen zu sein ist so ein ganz wichtiger Punkt, um Angst wieder loszuwerden. So, das war jetzt so ein bunter Blumenstrauß, hauptsächlich aus dem Ayurveda. Ich wünsche Ihnen eine ganz frohe Zeit und allen, die Ängste haben, dass Sie davon loskommen, und noch einen schönen Kongress. Dankeschön.